Die vier Feuchtgrubers und Whisky sind also gut in Cesenatico angekommen und nach dem Frühstück in der Hotelpension Calabrese Cannelloni gleich an den Strand gegangen. Dort liegen sie jetzt im Planquadrat 1274, 58. Reihe, Block F. Coccobella! Gelati! Signore, signorina, frutti, gelati und Coccobella! Geh, Alfons! Ja, Rosel? Geh, schmier mir doch mal mein Buckelei! Mit was denn für einem Faktor, Rosel, hä? Nimm mal den Achter. Den Achter, ja, freilich, danke her, Rosel. Ich weiß nicht. Diese Maracuja-Marmelade stößt mir schon die ganze Zeit drauf. Ja, geht. Moment. Polti! Hey, Polti, ja, Rotzbub, nicht ohne Schwimmente ans Wasser. Polti! Rosel, der hört mich gar nicht. Polti! Sag mal. Wo ist denn die Felicitas? Die macht mit dem Whisky einen Strandspaziergang. Polti! Du, Alfi? Ja? Was meinst du? Soll ich mein Bikini-Oberteil ausziehen, hä? Okay, Rosel, lass den Schmarrn. Ich erinnere dich an letztes Jahr, wo du nach dem Sonnenbrand nur noch mit Eiswürfel im BH rumgelaufen bist. Ach komm. Rosel. Ach komm. Nee. Ach komm. Inzwischen haben der 5-jährige Leopold und seine Gummiente internationale Bekanntschaft gemacht. Tjörbens Kökrökstöl aus Oslo, 6 Jahre, diskutiert mit dem Poldi aus Ramersdorf über die Kariesprophylaxe beim weißen Hai. Weißt du, ob's da Haie gibt? Frexetti, Bäckstebeere, Schöbere, Körestembere. Der Rest des Gesprächs ist streng vertraulich. Leopold hat seiner Mutter noch 2 Kilo gut gekühlten Seetang auf den Rücken geladen, dafür eine Watschen kassiert. Whisky, der Zwergbernhardiner, ist trotz Hundelichtschutzfaktor 36 mit einem leichten Sonnenstich vom Spaziergang mit Felicitas zurückgekehrt. Mama hatte nach 2 Stunden eine erheblich gerötete Büste und Alfons verschlang unter dem Schutz des Sonnenschirms die Sexualberatung in der neuen Revue mit Dr. Frigidius.